Samuel, geh nach Bethlehem, in das Haus des Isai. Dort wirst du den neu erwählten König Israels finden. Ach bitte, Vater, darf ich das Ganze nehmen? Nein, das geht nicht, mein Kind. Wir wollen ja morgen auch noch was zu essen haben. Dann schneide bitte ein Stück ab. Das hier ist alles. Das muss für heute ausreichen. Vater teilt ein. Er sagt, wir wollen ja auch noch morgen was zu essen haben. Euer Vater hat ganz recht. Wir wollen in Demut hoffen, dass uns der Herr gnädig ist und uns eines Tages größeren Überfluss schenkt. Du weißt doch, ich habe noch was versteckt, Hulda. Ja, ja. Und jetzt beeilt euch. Es ist ja schon längst Essenszeit. Eure Brüder warten sicher auf euch. Sie haben Hunger. Gibt's denn heute überhaupt nichts zu essen? Ich glaube, du denkst nur noch an Schlafen und Essen und dann weiter nichts. Red nicht so ein dummes Zeug, Josef. Du weißt selbst, dass diese Arbeit das anstrengendste ist, was es gibt. Jedenfalls für mich. Für mich ebenso, aber es geht doch nun nicht anders. Oder bildest du dir ein, dass ich und David oder Binda oder Sammer und Elia, dass wir uns nicht auch was Schöneres vorstellen könnten? David? Was macht er denn? Der liegt da unten im Schatten. Ist ja auch ganz in Ordnung so. Einer von uns muss ja Wache halten. Darüber waren wir uns ja alle einig, nicht wahr? Du kommst auch noch dran. Dann kannst du faulenzen und dich ausholen. Hoffentlich halte ich so lange durch. Wir müssen arbeiten. Wenn alle so wären wie du, dann hätten wir bestimmt nicht jeden Tag satt zu essen. Also weiter. Los. Hey! Schön, dass du da bist. Den ganzen Tag habe ich nur an dich gedacht. Sieh mal, wie gefällt dir unser Jüngstes? Gut, ein hübsches Tierchen. Läuft es denn noch nicht? Nein, dazu ist es doch noch viel zu klein. Ach was, wir versuchen es einfach. Nein, lieber nicht. Nein. Glaubst du etwa, dass es allein laufen kann? Na, warum denn nicht? Da siehst du es ja. Ach, pass auf, mein Schäfchen. Dem passiert schon nichts. Sieh mal, ist es nicht niedlich? Komm, Egla. Erst die Augen zumachen. Warum denn? Nicht so viel fragen. Aufmachen. Oh, die kann ich aber gut gebrauchen. Selbstgemacht, ja? Mhm. Ich danke dir. Ich werde sie gleich ausprobieren. Dann wollen wir mal sehen. Egla. Warum bist du so traurig? Was hast du denn? Ich habe was Schreckliches geträumt. Glaubst du etwa an Träume? Du darfst mich nicht auslachen, David. Es war so, als wenn mich jemand genommen und von dir weggetragen hätte. Ganz weit weg. Niemand kann uns beide trennen, Egla. Ich wünschte, es wäre Wahrheit, was du mir da sagst, David. Es ist wahr. Du musst einfach daran glauben. Genauso wie ich an meine Schleuder glaube. Pass mal auf. Wenn ich den Baum da nicht beim ersten Mal treffe, dann wird dein Traum wahr werden. Nein, bitte nicht, David. Ich weiß, es war dumm von mir. Du darfst keine Angst haben, solange ich bei dir bin. Manchmal etwas Erschreckendes für mich. Und trotzdem weiß ich nicht, ob ich dich ebenso lieben würde, wenn sie anders wären.
Liebst du mich denn wirklich? Wie kannst du das fragen? Bitte verzeih mir, Abner. Und versuche mich zu verstehen. Leider bin ich die Tochter eines mächtigen Königs. Und manchmal fürchte ich eben, es könnte der einzige Grund für deine Gefühle sein. Es ist bedauerlich, Merop, dass du so an mir zweifelst. Das dürfte die Verwirklichung unserer Pläne erheblich erschweren. Ich liebe dich, Abner. Du kannst dich völlig auf mich verlassen. Alle deine Wünsche werden erfüllt werden. Unsere Wünsche, Merop. Aber ich glaube, es wird da noch manche Schwierigkeit auftauchen. Aber nicht für den ersten Minister Israels und die Tochter von König Saul. Mit einigen Hindernissen müssen wir schon rechnen. Deine Brüder. Sie werden ausgeschaltet. Das ist doch ein leichtes für uns. Und wegen meines Vaters brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der Sieg der Philister hat ihn schwer erschüttert. Von ihm haben wir kaum Widerstand zu erwarten. Was ist mit dem los? Das ist der Prophet Samuel. Was denn, dieser alte, zerlumpte Kerl? Ja, er ist der Einzige, den König Saul fürchtet. Mein König, der Prophet Samuel ist am Hofe angekommen. Samuel, lange haben wir deinen weisen Rat entbehren müssen. Sei am Hofe herzlich willkommen. Wer ist dieser Mann dort? Kennst du ihn nicht? Das ist des Königs erster Minister. Es ist Abner. Er ist der engste Vertraute unseres Herrschers. Und das da sind wohl die Söhne von Saul. Wie heißen sie? Jonathan, Jesai, Isobed. Seine Söhne. Seine Söhne. Als ich fühlte, dass ich alt wurde, da habe ich meine Söhne gerufen und zu Richtern gemacht. Sie sollten das Werk ihres Vaters fortsetzen, der hier in Israel sein Leben lang Recht gesprochen hatte. Und diese, meine Söhne, haben Schande über mich gebracht. Sie sind den Worten und Wegen des Herrn nicht gefolgt. Sie waren ungehorsam und haben ihr Richteramt verkommen lassen. Da nun die Gesetze unseres Volkes nicht länger geachtet wurden, kamen die Ältesten zu mir und also sprachen sie: Samuel, gib uns einen König, der von nun an unser oberster Richter sein soll. Ein König. Niemals zuvor in seiner Geschichte hatte Israel einen König. Ich war erschrocken und es zerschnitt mir das Herz, als sie zu mir sagten: Gib du uns einen König, der von nun an unser oberster Richter sein soll. Ich betete lange und erflehte die Hilfe des Herrn. Und der Herr erschien. Und er sprach zu mir: Das Volk Israel hat nicht dich zurückgestoßen, Samuel, sondern mich. Mein Vater. Mich, Gott, den Herrn. Die Kinder Israel haben meine Regierung abgelehnt. Seitdem du sie aus dem Lande Ägypten zurückgeführt hast, sind sie abtrünnig geworden. Sie haben sich von mir abgewandt, um anderen Göttern zu dienen. Und dasselbe Schicksal widerfährt jetzt dir, Samuel. Sie wollen keinen Richter mehr haben, sondern einen König, der über sie herrscht. Also sprach der Herr zu mir in der Finsternis meines Herzens. Wir alle ehren Samuel. Aber der große Richter Israels wird nicht erschienen sein, um uns eine Geschichte aus seinem Leben zu erzählen. Vor allen Dingen, da es sich um eine Geschichte handelt, die wir alle kennen. Ich will euch noch etwas anderes erzählen, etwas, was ihr noch nicht wisst. Ich bin hergekommen, um zu berichten, was der Herr in der vergangenen Nacht zu mir gesprochen hat. Lasst uns allein.
Sprich, Samuel. Das Glück hat dich verlassen, als uns die Bundeslade genommen wurde, das Heiligtum unseres Volkes mit den Gesetzestafeln Moses. Ja, die Bundeslade befindet sich allerdings in den Händen der Philister. Und es gibt wohl niemanden in meinem ganzen Reich, dem diese Tatsache nicht bekannt wäre. Aber es war ein notwendiges Opfer, Samuel. Glaube mir, ich habe alles versucht, um es zu vermeiden, aber es half nichts. Notwendig, sagst du? Notwendig und unvermeidlich, um mit den Philistern Frieden zu schließen. Höre, Saul, als du unseren Feinden die Bundeslade ausgeliefert hast, an jenem Tage hat der Herr dir die Macht über das Reich Israel für immer entzogen. Hör nicht auf ihn, mein König. Samuel ist alt und hat den Verstand verloren. Ja, alt bin ich und dem Tode nah, aber mein Geist ist noch klar. Und in der vergangenen Nacht ist Gott der Herr mir erschienen und er hat zu mir gesprochen. Lass uns allein, Abner. Samuel, ich will wissen, was der Herr zu dir gesagt hat. Also waren seine Worte. Es reut mich, dass ich Saul zum König von Israel erwählt habe. Er war kein guter Herrscher. Er war ungehorsam und hat meine Gebote nicht befolgt. Du musst einen anderen König für mein Land finden. Das hast du wohl geträumt. Ich sitze doch noch immer auf dem Thron. Samuel, wenn ich gesündigt habe und wenn ich die Gebote des Herrn nicht immer geachtet habe, dann ist es nur geschehen, weil das Volk es so von mir verlangte. Und das bereue ich jetzt. Samuel! Verzeih mir, wenn ich schwach war und nicht so gehandelt habe, wie ich sollte. Du weißt, ich habe mich deinem Rat niemals verschlossen. Ich brauche ihn jetzt. Wende dich wieder zu mir. Wer soll es sein? Wer ist der Mann? Wer soll König von Israel werden? Der Herr hat zu mir gesagt, du wirst einen würdigen Nachfolger für Saul finden. Er wird klug sein, gesund an Körper und Geist und mit einem reinen Herzen. Wer ist dieser Mann? Ich bin nicht hergekommen, um zu philosophieren, sondern weil ich meinem König Lebewohl sagen wollte. Der Herr hat seine Hand von dir gezogen. Und ein böser Geist hat von dir Besitz ergriffen und beherrscht dich. Ich gehe jetzt und komme nie wieder zu dir zurück. Nie wieder. Aber ich weine um dich, mein Sohn. Der große Saul! Unser Sieg bei Mock war nur deshalb ein halber Erfolg, weil ich diesen größenwahnsinnigen Narren nicht getötet habe. Aber diesmal ist das anders. Dieser Angriff bedeutet seinen Untergang. Und du, Gotha, du wirst der neue König von Israel. Damals in Mock, als Saul zu meinen Füßen gelegen hat, da habt ihr mich gezwungen, sein Leben zu schonen. Und was haben sie uns dafür gegeben? Ihre Gesetzestafeln. Das war alles. Ein lächerlicher Preis. Aber diesmal fordere ich sein Blut. Jeder von meinen Feldherren kann über die Gebiete verfügen, die er mit seinen Truppen erobert hat. Dort soll er König sein. Ihr werdet die Gesetze und Gebräuche unseres Volkes dort einführen. Ihr werdet unbedingten Gehorsam verlangen, werdet Abgaben einziehen und Recht sprechen. Aber denkt daran, dass ihr mir das alles zu verdanken habt. Und vergesst nicht, dass ich euer aller König bin. Der König, der Könige. Die berühmten persischen Streitwagen haben uns zu diesem neuen Modell hier angeregt.
Der Wagen ist sehr schnell. Er wird, wie du siehst, von 4 Pferden gezogen und ist durch einen Panzer aus Bronze und Leder gut geschützt. Rechts und links an den Seiten werden drehbare Lanzen befestigt, die eine ungeheure Wirkung haben. Sie werden das feindliche Fußvolk wie Gras niedermähen. Du glaubst also, dass wir damit unbesiegbar sind? Davon bin ich überzeugt, mein Gebieter. Aber unsere mächtigste Waffe kennst du noch nicht. Das ist nämlich ein Mann. Ein Mann, der so stark ist, dass jeder Sterbliche vor ihm erzittert. Alles an ihm ist unmenschlich. Seine Kraft, seine Größe, sein ganzes Wesen. Er haust in den Höhlen des Landes Gett und niemand wagt sich in seine Nähe. Er ist so stark wie 10 Stiere. Eine solche Waffe in deiner Hand bedeutet sicheren Sieg und Tod und Verderben für deine Feinde. Wenn er losgelassen ist, kann ihn kein Mensch mehr zurückhalten. Wer ist denn dieser Mann? Das will ich dir sagen. Er ist Goliath. Und wer verhilft mir dazu, dass ich dieses Ungeheuer für meine Zwecke gewinne? Ein kleiner Mann, ein Geschäftemacher, ein gewisser Kret. Wenn du ihn sehen willst, er wartet draußen. Ruf ihn! Ruhm und Ehre sei dir, o König der Philister. Du bist Kret. Ja, das bin ich, du glühendes Licht meiner Augen, du immer brennende Fackel unseres armseligen Daseins. Du bist der Mächtigste, du bist der Großmütigste und Edelste, du bist unser Schweig! Du kennst Goliath? Er ist mein bester Freund, er tut alles, was ich will. Und du tust, was ich will. Gern. Bring ihn zum Fest des Gottes Oargon zu mir. Wenn er so stark ist, wie Huro mir erzählt hat, dann werde ich dir zum Dank dein Gewicht mit Gold aufwiegen. Ich bin nur klein, aber ich habe schwere Knochen. Ich wiege so viel wie ein Kamel. Bring ihn her. Ja, Herr. Ich bin dein gehorsamster Diener. Was willst du von mir? O brüderlicher Freund, o freundlicher Bruder! Endlich ist es mir vergönnt, dich wiederzusehen. Ich grüße dich, ich verehre dich und nenne mich deinen würdigsten Sklaven. Wie habe ich doch all die Monate voller Zuneigung an dich gedacht und liebevoll habe ich dein teures Bild in meinem Herzen gepflegt. Endlich darf ich wieder dein liebevolles Antlitz schauen. Du ewig glühendes Licht meiner alten Augen, du immer brennende Fackel meines armseligen Daseins, du erquickender Trost in der Qual meiner Seele, du Vorbild und Richtschnur, du Führer in meinem elenden Geschick, was wäre ich ohne dich? Ich danke dir, Goli. Und jetzt bitte ich dich, erlaube deinem niedrigen Sklaven, dir mit einem bescheidenen Lob zu huldigen. Dass du der Stärkste bist unter der Sonne, das wissen sie alle. Dass du der Mächtigste bist, das weiß doch die ganze Welt. Und dass du der Schönste bist, ja, das sage nur ich dir. Das heißt, ich meine, das sagen die anderen auch, das sieht man ja. Nein, nein, bitte nicht! Ich flehe dich an! Erbarm dich meiner und zerschlage nicht das trübselige Dasein deines Freundes, der dir dienen will bis in alle Ewigkeit. Ich war nie kleinlich, immer habe ich dich mit Gold bedeckt. Und ich schwöre dir, Goliath, diesmal werde ich dir so viel geben, dass du damit die ganze Höhle anfüllen kannst. Nein! Oh.
Ich weiß ja, du meinst es nur gut mit mir, Goliath. Und ich glaube, ich habe da einen großen Fehler gemacht, weil ich dir nicht gleich gesagt habe, weshalb ich heute zu dir gekommen bin. Du kennst doch den ruhmreichen König Astod, den mächtigen Herrscher über das Volk der Philister. Er hat mich zu dir geschickt. Er rüstet zu einem Krieg, zu einem gewaltigen Krieg. Und dazu braucht er dich. Er weiß, dass nur du allein ihm helfen kannst. Wenn du einwilligst, für ihn zu kämpfen, dann wird er dir so viel Gold geben, wie du von ihm verlangst. Und außerdem hat er mir gesagt, dass er nach siegreicher Schlacht noch ein besonderes Geschenk für dich bereithalten wird. Er gibt dir die schönsten Frauen der Philister. Du darfst sie nicht enttäuschen, Goliath. Du musst kommen, hörst du? Du darfst dir die schönsten Frauen aussuchen. Weißt du, David, die Zeit vergeht viel zu schnell. Findest du nicht auch? Deshalb darfst du nicht traurig sein, Engler. Wir sehen uns doch bald wieder. Ja, du hast recht. Und ich werde immer an dich denken. 3 Tage können wir uns jetzt nicht sehen. Das ist sehr lange. Hast du etwa Angst? Nein, David, nicht, wenn du da bist. Und wenn ich bei Gewitter mal nicht da bin? Ich glaube, ja. Dann habe ich sicher Angst. Das brauchst du nicht. Ich laufe zu dir so schnell, wie ich kann. Wirklich? Ja, das verspreche ich dir. Auch dann, wenn es gerade sehr stark regnet? Mich könnte sogar eine Sintflut nicht davon abhalten. Das ist schön, David. Darüber bin ich sehr glücklich. Ich muss jetzt nach Hause, David. Aber doch nicht jetzt. Bleib wenigstens so lange, bis es aufgehört hat zu regnen. Nein, ich kann nicht. Ich komme sonst zu spät. Wart doch mal. Warum? Warum hast du sie getötet? Ja, gewiss, mein Sohn. Als der Herr Egler zu sich rief, hat er damit deine irdische Liebe zerstört, das ist wahr. Aber vielleicht hat er das nur getan, auf dass diese Liebe im Geiste schöner und reiner werden möge. Deshalb verzweifle nicht. Die Zeit heilt alle Wunden. Denk an meine Worte. Dein Schmerz wird vergehen und die Erinnerung an Egler wird dir Trost und Kraft geben. Verzeih, mein Vater. Gott, den Herrn, musst du um Verzeihung bitten, mein Sohn, aber nicht mich. Und wir wollen hoffen, dass er dich erhören möge in seiner Gnade.
Gegrüßt seist du, großer König Astort. Hier bringe ich dir meinen lieben Freund Goliath. Schafft mir jetzt den Felsblock her. Höre, Goliath, die Kunde von deiner übermenschlichen Stärke ist bis in mein Reich gedrungen. Kein Sterblicher, so heißt es, könne sich an Mut und Kraft mit dir messen. Gib uns nun eine Probe deines Könnens. Wenn du imstande bist, diese Felsplatte auf deinen Händen zu tragen, so werde auch ich dich als den Stärksten anerkennen und dich reichlich dafür belohnen.
Gegrüßt, Samuel. Sei auch du mir gegrüßt, Anna des Isai. Der Herr hat einen deiner Söhne auserwählt, um ihm ein hohes und würdiges Amt zu übertragen. Und mich, seinen gehorsamen Diener, hat er zu euch geschickt, auf dass ich den aufsuche, den er mir bezeichnet hat. Vielleicht meinst du Eliab, er ist unser Erstgeborener, unser Stolz. Nein. Eliab ist nicht der, den ich suche. Dessen bin ich ganz sicher. Sein Blick ist klar und offen, aber er hat mir nicht ans Herz gerührt. Samuel, wenn der Auserwählte Gottes unter uns weilt, dann ist es gewiss dieser hier, Abinadab. Nein, du irrst dich, auch dieser deiner Söhne ist es nicht. Auch er ist nicht derjenige, den mir der Herr gezeigt hat. Ich kann den Auserwählten des Herrn nicht finden und doch hat mir Gott den Weg zu euch gewiesen. Sag, Anna, sind dies hier alle deine Söhne? Ehre sei dir, Samuel. Sei gegrüßt, Isai. Sind alle deine Söhne hier versammelt? David. Nein, der jüngste von ihnen fehlt noch. Es ist David, da kommt er. Ja, das ist der, den ich suche. David, Sohn des Isai, Gott der Herr hat dich auserwählt aus der Schar seiner getreuen Diener und dich zum Führer des Volkes Israel berufen. Dein Herz ist verwirrt, nicht wahr, David? Ja. Ja, das ist wahr, denn ich bin unwürdig. Die Ratschlüsse des Herrn sind sehr weise. Er hat mich, alten Mann, einen langen Weg gehen lassen, damit ich dir seinen Willen verkünde und dich zum König des Reiches Gottes weihe. Hast du König gesagt? So will es der Herr. Nicht einer von den Söhnen Sauls, vielmehr dein Sohn David wird später einmal über Israel herrschen und wird im Namen Gottes unser Volk regieren. Aber eins merke dir, mein Sohn, und denke immer daran bei allem, was du auch tust. Von den Ereignissen, die dich erwarten, darfst du keinem Menschen etwas sagen. Die Worte, die ich heute hier zu euch gesprochen habe, müsst ihr alle als euer strengstes Geheimnis hüten. Geh du deinen Weg und tu dein Tagewerk so wie bisher. Und iss dein Brot und freue dich, weil der Herr Wohlgefallen an dir hat. Von dieser Stunde an ist der Geist des Herrn über dir und gibt dir die Kraft, die du für dein Amt brauchst. Was machst du denn hier? Warum schläfst du noch nicht? Ach, ich bin gar nicht müde. Gehst du jetzt weg von uns? Ja, Sarah, ich muss gehen. Dann wecke ich die anderen schnell, damit sie sich von dir verabschieden können. Nein, nein, das brauchst du nicht.
aber du kannst sie dafür in meinem Namen umarmen. Ach, ich möchte so gern mit dir mitgehen. Nein, das geht doch nicht, Sarah. Aber ich komme ja bald wieder. Du wirst es sehen. Dann muss ich eben warten. David! Nun hast du also die große Wanderung angetreten. So wie der Herr es dir befohlen hat. Weit und beschwerlich ist dein Weg. In der sengenden Hitze des Tages und in der eisigen Kälte der Nacht. Aber lass dich davon nicht schrecken. Verzage nicht, David. Komm weiter. Gott ist bei dir. Er wird deinen Fuß nicht irre werden lassen. Er führt dich sicher ans Ziel nach Jerusalem, damit du deinem Volke aus seiner großen Not hilfst. Schlangen von Israel. Die schönsten Schlangen von Israel. 2 Schekel das Stück. Wer kauft hier die schönen Schlangen? Nur 2 Schekel, sie bringen Glück ins Haus. Hilf deinem armen blinden Mann. Hilf deinem armen blinden. Helft dir. Erbarmen mit einem armen blinden. Erbarmt euch doch. Komm her, geh nicht vorbei. Ich habe etwas für dich. Komm, sieh dir meine Ware an. 3 prächtige Moabiter Sklaven für nur 30 Schekel. Du kannst sie auf deine Felder schicken. Sie arbeiten besser als die Ochsen und fressen nicht mal die Hälfte. 30 Schekel ist ja beinahe geschenkt, nur weil ich dir einen Gefallen tun will. Glaub mir, so ein gutes Geschäft wird dir in deinem Leben nicht mehr geboten. Also entschließe dich. Na, mach sie schon los. Er wird sie doch gleich mitnehmen wollen. Geht, ihr seid frei. Habt ihr das gehört? Er kauft hier für teures Geld Sklaven, nur um sie wieder freizulassen. Ja, und ich warne euch, keiner krümmt ihnen ein Haar. Der ist verrückt. Oder er weiß nicht, was er mit dem Geld anfangen soll. Danke, Herr. Danke. Wofür werden denn diese Ärmsten nur bestraft? Sie haben sich gegen König Saul empört und der grausame Abner hat sie zum Tode verurteilt. Sie sollen jetzt so lange liegen, bis sie verdurstet sind. Die Unglücklichen, es sind meine Söhne und seit 3 Tagen haben sie nicht einen Schluck zu trinken bekommen. Und ich kann ihnen nicht helfen. Warum müssen sie so zugrunde gehen? Ach, warum lässt unser Herrgott das nur zu? Wasser. Ich auch. Wasser. Ich auch. Hey, sieh mal da. Ich will auch trinken. Geh weg. Sie werden dich töten. Geh weg. Hier, trink. Sie werden mir nichts tun.
Jerusalem, hör mich! Du stolzes Jerusalem! Du bist das Verhängnis und der Untergang aller hier Lebenden. Denn die Sünde ist in euch. O ihr Menschen, die ihr eures Glaubens, eurer Ehre und eures Mutes beraubt seid. Wie weit ist es mit euch gekommen, meine Brüder? Ihr habt schwere Schuld auf euch genommen. Ihr habt die Gesetze des Herrn mit Füßen getreten. Warum? Warum, frage ich euch? Das Böse hat von euch Besitz ergriffen. Es beherrscht euch völlig, aber vor allem beherrscht es diejenigen, die euch regieren. Saul! Saul! Du trägst die Schuld an unserem Verderben. Es geht euch wahrscheinlich viel zu gut. Der Überfluss und die Lasterhaftigkeit, sie vergiften euch die Seele im Leib. Und das wird eines Tages unser aller Ende bedeuten. Lehnt euch doch endlich auf gegen diese falsche Freiheit, diese Freiheit, die euch die Tyrannen Israels gewährt haben. Empört euch gegen die Verdammnis, die euch erwartet. Wollt ihr denn zeitlebens die Gefangenen eurer eigenen Laster bleiben? Bekämpft das Böse in euch. Findet die Kraft, euch davon zu befreien, ehe es zu spät ist. Ihr wisst eines Tages nicht mehr, was gut und böse ist und stürzt hoffnungslos in den Abgrund der Sünde. Im Namen des Königs nehme ich diesen Mann gefangen. Nein, dieser Mann steht unter unserem Schutz. Komm, mein Sohn, komm in das Haus des Herrn. Ich versichere dir, es war nicht meine Absicht, mich gegen die erhabene Gewalt unseres Herrschers aufzulehnen. Und ich habe die von König Saul erlassenen Gesetze niemals missachtet. Es muss doch einem jeden Untertan erlaubt sein, frei und offen seine Gedanken zu äußern. Du wirst nicht bestreiten, dass du das Volk aufgewiegelt hast und damit hast du die höchste Macht in Israel angegriffen. Ich sah, wie Verderbtheit und Laster sich immer mehr ausbreiten. Das ist es, wogegen ich mich auflehne. Die Unverschämtheit dieses Bauernjungen ist eine Beleidigung für den Hof. Da tust du ihm Unrecht, Merop. Du hast doch gehört, er hat uns klar und deutlich die Gründe genannt, die ihn veranlasst haben, so zu handeln. Ich glaube, er könnte uns noch vieles sagen, was sehr nützlich für uns wäre. Selbstverständlich nur, wenn du damit einverstanden bist. Ich möchte diesen David um seine Meinung fragen. Vielleicht kann er uns einen wertvollen Rat geben. Aber das ist ja lächerlich. Wenn wir einen hergelaufenen Hirten um Rat fragen, so bedeutet das, dass wir uns dem Urteil des Volkes unterwerfen. Dieser Aufrührer ist hier, um gerichtet zu werden und nicht, um über uns zu richten. Darüber entscheiden nicht wir, sondern der König. Und Benjam die Gabe hat es recht, mit David zu sprechen. Also bitte, Benjam, frage den jungen Mann alles, was du willst. Ich danke dir, Prinzessin. Nach Beendigung des Krieges gegen die Philister waren wir gezwungen, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Dieser Vertrag beschränkt unter anderem die Herstellung von Waffen und erlaubt ihren Gebrauch nur den höchsten Offizieren und den Wächtern des Palastes. Es würde mich nun interessieren, David, wie du über diese Bestimmungen denkst. Es ist demütigend, deinem Hirten Probleme zu stellen, von deren Lösung das Wohl des Staates abhängt. Abner, ich möchte die Antwort Davids hören. Also sprich, Sohn des Isai. Mein Fürst, meiner Ansicht nach ist es gar nicht so schwierig, diese Klausel auszulegen. Genug jetzt. Dieser Mensch ist nicht nur unverschämt, sondern auch voller Anmaßung. Es ist wirklich unter unserer Würde, wenn wir ihm noch länger zuhören. Ich wünsche, mit dem Hirten zu sprechen. Und zwar allein. Geht alle hinaus. Glaubst du an Vorzeichen? Über mir sitzt der Vogel der Nacht und hat schon zweimal gerufen. Ist das nicht von böser Vorbedeutung für uns? Auch für dich, David? Musik.
David aus Bethlehem. Ich weiß, dass du mich öffentlich und vor allem Volk beleidigt hast. Ich muss sagen, du hast Mut. Aber jetzt möchte ich wissen, was du über unseren Friedensvertrag denkst. Ja, großer Saul. Ich habe gehört, dass dieser Vertrag den Gebrauch von Waffen nur den höchsten Offizieren gestattet. Und den Wächtern deines Palastes. Ja, das ist richtig, ja. Ja, das habe ich unterzeichnet. Nur meine Palastwächter und die höchsten Offiziere. Die dürfen Waffen tragen. Ja. Und was weiter? Aber in dem Vertrag steht nichts über eine Beschränkung der Personenzahl. Weder der Offiziere, noch der Wächter. Du bist gar nicht so dumm, mein Sohn. Ich müsste dich töten lassen, weil du mich beleidigt hast. Aber trotzdem gefällst du mir. Komm her. Noch näher zu mir. Komm. David von Bethlehem. Trink. Ich habe keinen Durst. Ich danke dir, mein König. Hier, du kannst dir wählen, welchen Becher du willst. Und ich werde aus dem anderen trinken. Nein, dann werde ich aus beiden trinken. Es ist kein Gift darin. Nein, du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten. Und es wird dir nichts zustoßen, wenn ich nicht will. Ich habe dir gesagt, dass ich dich nicht töte, weil du mir gefällst. Du bist ja klug. Und außerdem hat man mir noch mehr von dir erzählt. Du sollst sehr gut Harfe spielen. Willst du hier bei mir im Hofe leben, David? Willst du mich durch dein Spiel erfreuen? Ja, mein König, wenn du es wünschst. Ich wusste, dass du mir gehorchen würdest. Du wirst also für mich spielen. Du sollst immer um mich sein. Hier in Jerusalem, in meinem Palast. Du darfst mich nie mehr verlassen. David aus Bethlehem. Den David auf deinen Vater hat, wird jeden Tag größer. Wir müssen sehr wachsam sein, damit er uns nicht gefährlich werden kann. Was mich am allermeisten beunruhigt, ist das Verhalten deiner Schwester. Meinst du denn wirklich, dass Mikol uns Schwierigkeiten machen könnte? Wenn sie sich in David verliebt, wahrscheinlich ja. Das lass nur meine Sorge sein. Ich werde sie beobachten. Dieser verwünschte Hirtenjunge. Jetzt fängt doch das Volk an, für ihn Partei zu ergreifen. Solange er am Hof ist, besteht keine Hoffnung, unsere Pläne zu verwirklichen. Es ist mir ja von Anfang an klar gewesen, was David beabsichtigt. Was denn? Er will den Thron Israels, Merob. Hast du die Prophezeiung Samuels vergessen? Deine Schwester hat er ebenso betört wie deinen Vater. Und deine Brüder. Aber nicht mich. Nicht mich, Merob. Beruhige dich doch, ich bitte dich. Sei ohne Sorge. Großer Saul. Du warst der siegreiche Held in 100 Schlachten. Und von der ersten Niederlage hast du dich entmutigen lassen. Warum? Warum versuchst du nicht wieder der zu sein, der du damals warst? Der Saul, der vom ganzen Volke Israel geliebt wurde. Der Saul, der der Schrecken seiner Feinde war. Der Saul, von dem mein Vater so oft sprach. Mein Gott. Erhöre mich. Hilf ihm. Verlass ihn nicht. Fern sei der Tag, an dem er nicht mehr unser König sein wird. Gib ihm die Weisheit zurück und gewähre ihm deinen Schutz. Darum bitte ich dich.
David! Du bist noch mitten in der Nacht allein im Thronsaal? Was tust du hier? Nichts, Prinzessin. Gar nichts. David, ich habe dich gesucht. Mein Vater erwartet dich in seinen Gemächern, lässt er dir sagen. Er möchte, dass du ihm noch etwas vorspielst. Er kann nicht einschlafen. Ich werde sofort zu ihm gehen, Prinzessin. Du brauchst nicht Prinzessin zu mir zu sagen. Ich danke dir. Nicole. Ich bin sehr glücklich, dass mein Vater die Ruhe seines Herzens wiedergefunden hat. Deine Gegenwart und deine klugen Ratschläge haben ihm mehr geholfen, als du glaubst. Wenn meine Worte nicht gleichzeitig in das Bewusstsein der Besten unter euch eingedrungen wären, dann wären sie in den Wind gesprochen gewesen. Das mag schon sein, aber du hast noch viel mehr für uns getan, David. Du bist in unsere Herzen eingedrungen. Wenn ich eben sagte, die Besten unter euch, dann meinte ich eigentlich nur dich, Nicole. Geh jetzt, David. Mein Vater wartet auf dich. In deiner Hand liegt das Schicksal unseres Volkes, Benjam Digaba. Saul hält sehr viel von deinem diplomatischen Geschick. Du darfst sein Vertrauen nicht enttäuschen. Vor allem kommt es jetzt auf eines an. Die Bundeslade muss wieder nach Jerusalem zurückgebracht werden. Du kennst die Unzufriedenheit, die darüber im Lande herrscht. Ich werde alles tun, was in meinen Kräften steht. Welche Bedingungen auch immer die Philister dir stellen mögen. Selbst wenn sie das gesamte Gold Israels von dir fordern. Nimm jede Bedingung an. Vielleicht lassen sie auch mit sich handeln. Ich werde es versuchen. Gut, du weißt also Bescheid, Lazar. Ich versichere dir, die Israeliten sind bereit, jeden Preis zu zahlen, den du von ihnen forderst, wenn sie nur ihre Gesetzestafeln zurückerhalten. Abner, erster Minister des Königs und gleichzeitig mein Herr und Auftraggeber, wird den Gesandten Benjam Digaba zu Verhandlungen herschicken. Und wenn es darauf ankommt, Bedingungen auszuhandeln, hat er eine sehr gewandte und erfolgreiche Art. Aber mein Herr lässt dir sagen, es wäre ganz überflüssig, dass du ihn anhörst. Er selbst wäre mit allem einverstanden, o König. Dieser wahnwitzige Saul. Als Besiegter stellt er noch Forderungen. Die Bundeslade wird erst dann nach Jerusalem zurückgeschickt, wenn ich Saul getötet habe. Sorge dafür, dass Goliath in der Oase Gett ist, wenn die Gesandtschaft dort vorbeikommt. Begreife ich, warum du dich nicht von ihr trennen willst und sie immer bei dir trägst. Egla muss sehr schön gewesen sein. Ja, Nicole. In der Liebe sucht jeder das Ideale und Vollkommene. Und in dem Augenblick, da ich Egla sah, da wusste ich, dass ich es gefunden hatte. Ich fühlte mich glücklich an ihrer Seite. Sehr glücklich. Wenn man so tiefe und schöne Erinnerungen hat.
Dann ist es wohl unmöglich, noch einmal zu lieben, nicht wahr? Ich weiß nicht, Nicole. Früher habe ich zwar auch so gedacht, doch jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, dass einem so etwas nur einmal widerfährt. Die Ermordung von Benjam Digaba war ein schwerer Schlag für uns, mein König. Israel wird diesen Verlust schwer verschmerzen. Er war allgemein als einer deiner fähigsten Mitarbeiter bekannt. Ich nehme an, dass die Philister es als einen großen Erfolg ansehen, diesen Mann ausgeschaltet zu haben. Sie glauben sicher, dass sie uns jetzt ihre Bedingungen aufzwingen. Aber dieser Gefahr lässt sich mit Leichtigkeit begegnen. Auf welche Weise? Sprich! Indem man David als Verhandlungspartner zu Astoreth schickt. David? Ja, mein König. David ist der einzige Mann, der in dieser Situation noch Aussicht auf Erfolg hat. Er hat uns doch bereits oft genug Proben seiner außerordentlichen Fähigkeiten gezeigt. Gut, lass ihn rufen. Weißt du, David, du hast nicht nur meinem Vater sehr geholfen, sondern auch mir selbst. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich bin jetzt nie traurig und fühle mich nicht mehr so verlassen wie früher. Ja, wirklich. Ich bin jetzt glücklich, aber wie lange wird das dauern? Nicole. Es kann für immer sein, wenn du nur willst. David, Sohn des Isai. Der König wünscht dich zu sehen. Was suchst du in meinem Zimmer? Ist das süße nächtliche Schäferstündchen mit deinem Hirten endlich zu Ende? Du meinst den Vertrauten und Ratgeber des Königs, Merop. Ein Ratgeber, der die geistige Unfähigkeit unseres Vaters ausnützt. Ich habe ihn längst durchschaut. Was willst du damit sagen? Dass er vor nichts zurückschrecken würde, um seine Stellung zu festigen und dass du nur ein Mittel zum Zweck für ihn bist. Wie kannst du nur so etwas Abscheuliches sagen? David ist ehrlich und aufrichtig und niemand ist so wie er der Achtung des Königs würdig und der Liebe des Volkes. So, dann ist er wohl deiner Meinung nach auch der Liebe einer Prinzessin würdig. Natürlich, Merop. Genauso würdig wie der erste Minister des Hofes. Samuel ist nun tot. Israel beweint ihn. Sie haben ihn begraben, so wie er es gewollt hat. Und unsere Feinde, die Philister, sie sammeln sich wieder. Sie haben ihr Heer gewaltig verstärkt. Es steht schlecht für uns. Ich blicke voll Sorge in die Zukunft und mein Herz ist beunruhigt. Ich habe den Herrn um Rat gefragt. Doch er hat mir nicht geantwortet. Er hat weder zu mir gesprochen, noch zu seinen Propheten. Nun wird dieser schändliche Astoreth uns von neuem mit Krieg bedrohen. Und der stärkste der Menschen, der unbesiegbare Goliath, streitet für ihn. Goliath von Geth. Ein Ungeheuer an roher Kraft. Kein Sterblicher kann sich mit ihm messen. Er ist 6 Ellenbogen und eine Spanne hoch und ist von Kopf bis Fuß in eine schwere bronzene Rüstung gehüllt. Fast 5000 Schekel wiegt der Panzer dieses Riesen. Und der Schaft seiner Lanze ist vergleichbar dem Baum eines Webstuhls. Die Spitze dieser Lanze wiegt 400 Schekel und durchbohrt alles, was sie trifft. Wir sind verloren, wenn wir kämpfen. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen mit Astoreth verhandeln. Und müssen auf Gott vertrauen. Aber ich kann nicht verhandeln. Ich bin alt und müde. David. Du musst an meiner Stelle zu ihm gehen. Du bist verwirrt in deinem Herzen, David. Aber du darfst keine Furcht haben. Der Wille des Herrn führt dich. Er wird dir Kraft geben, damit du die Bundeslade nach Israel zurückbringen kannst. Das Symbol unseres Glaubens.
das Heiligtum unseres Volkes. Geh deinen Weg, David, und fürchte dich nicht. Ich danke dir, Samuel. Geh nicht, David. Sonst wirst du genauso sterben müssen wie Benjam de Gaber. Ich bitte dich, geh nicht zu Astoreth. Nicole, warum verlangst du das von mir? Du weißt doch, ich muss es tun. Aber wenn dir etwas zustoßen wird, dann... Wo zieht ihr hin, Alter? Was ist geschehen? Halte nicht weiter, Herr. Ich rate dir, ein unermessliches Unglück ist über uns gekommen. Die Philister sind da. Sie zerstören unsere Siedlungen, all unser Hab und Gut. Das ist das Ende Israels. Du reitest nach Jerusalem und benachrichtigst den König. Die anderen folgt mir. Eingefallen. Das bedeutet Krieg! Wir haben uns an den Friedensvertrag mit den Philistern gehalten. Wir haben nichts getan, was diesen Überfall gerechtfertigt hätte. Und dennoch hat Astoreth es gewagt, mit seinen Söldnern in unser Land einzudringen. Sie haben die Siedlungen an der Grenze niedergebrannt und viele unschuldige Menschen ermordet. Und noch bevor der Mond sich rundet, werden sie vor den Toren unserer Stadt sein. Wir können sie nicht aufhalten, Jonathan, das ist ganz unmöglich. Dies bedeutet unseren Untergang. Nein, so weit ist es noch nicht. Die Augen unseres Feindes Astoreth dürfen die Mauern der Stadt Sauls nicht sehen. Dafür werden wir schon sorgen. Wir müssen Astoreth in die Flucht schlagen. Du scheinst dabei nur eins zu vergessen, Jerusalem ist das Herz Israels. Es wäre ein schwerer Fehler, wenn wir es unverteidigt zurücklassen würden. Bedenke, dass das Heer der Philister fast zehnfach so stark ist wie das unsere. Und bei einer Niederlage, die mir unvermeidlich scheint, wäre zu fürchten, genug, dass... Oh, diese Furcht. Diese verfluchte und schändliche Furcht. Sie steckt in jedem von euch, in euch allen. Wie eine abscheuliche Grimasse grinst sie mich von euren Gesichtern an. Es ist dieselbe Furcht, die euch damals nach der Schlacht bei Mok dazu getrieben hat, meinen Vater zu verraten.
Diesen Schlag hat er heute noch nicht verwunden. Ihr Feiglinge! Jawohl, elende Feiglinge seid ihr alle! Viel haben Sie uns nicht entgegenzustellen, mein König. Warum bist du hergekommen? Das ist doch Wahnsinn, Jonathan. Wer wird Jerusalem verteidigen? Mein Platz ist hier. Das Wichtigste ist im Augenblick, Ihren Vormarsch zum Stehen zu bringen. Wie willst du das mit deinen Truppen schaffen? Sieh sie dir an. Das Unmögliche liegt nur in Gottes Hand. Ich allein werde zu Astoreth reiten und mit ihm sprechen, so wie ich einmal mit Saul gesprochen habe. Wie heißt du? David, Sohn des Isai. David, aha. Ich habe schon von dir gehört. Die Legende von deiner Weisheit wird wie auf den Flügeln des Windes weitergetragen. Eine unnütze Weisheit. Und eine sehr törichte. Du bist also derjenige, der so großen Einfluss auf Saul hat. Der sich durch Harfengeklimper und durch schöne Worte den Thron erschleichen will. Was willst du von mir? König Astoreth, ich fordere dich im Namen des Herrn auf, uns die Gesetzestafeln zurückzuschicken. Und ich bitte dich außerdem, nicht wieder Krieg gegen uns zu führen und unser Land zu zerstören. Deine Unverschämtheit ist grenzenlos. Wie kannst du es nur wagen, so mit mir zu sprechen? Du Wicht! Das besiegte Israel missachtet den Friedensvertrag und fängt an, sich aufs Neue zu bewaffnen. Und von mir verlangst du, ich soll mein Heer wieder zurückziehen. Du irrst dich. Nicht ich verlange das von dir, sondern Gott der Herr. Es ist sein Wille und Gesetz. Ein schon besiegtes Volk soll man nicht ein zweites Mal vernichten.
Das Gesetz Gottes. Mein einziger Gott ist das Gold. Und mein einziges Gesetz ist Goliath. Besiege du Goliath, und ich werde Israel nie wieder angreifen. David, dieser. Goliath! Sieh dir mal den Himmel an, Goliath. Anscheinend sind Krähen kein gutes Vorzeichen für dich.
rechte Flanke vor! Die Schlacht ist verloren! Das Fußvolk zurück! Hey, ihr zwei, was macht ihr da? Was soll das? Sind das Schießübungen? Mit einem Schlauch voll Wein wollt ihr versuchen, mich zu ermorden? Sieh doch, mein König, die Zielscheibe befindet sich ja auf den Stufen des Thrones. Und das beweist doch klar, dass der, den wir treffen wollten, nicht du bist, sondern ein anderer. Und zwar dein größter Feind. Ich verstehe. Ihr meintet es gut und ich danke euch dafür. Doch jetzt geht und tütet eure Zunge, sonst werde ich sie euch herausreißen lassen. Verlasst das Land und kehrt nicht nach Israel zurück ohne meinen ausdrücklichen Befehl. Hast du den Verstand verloren, Abner? Ich habe dir doch ausdrücklich gesagt, dass ich das allein regeln werde. Ich will keine Mitwisser. Außer uns beiden darf kein Mensch etwas davon erfahren. Hör mich an, tu es nicht. Es ist die letzte Möglichkeit, die Lage zu unseren Gunsten zu wenden. Begreifst du das denn nicht? Du weißt, das Volk ist für David. Es wird seinen Tod rächen. Und mein Vater? Dein Vater billigt, was ich tue. Er fürchtet David. Und dem Volk bleibt am Ende nichts weiter übrig, als sich dem Willen des Königs unterzuordnen. Nein, du darfst nicht gehen. Vertraue anderen diesen Auftrag an.
mir zuliebe. Das ist vollkommen unmöglich. Ich muss sicher sein, dass er auch getroffen wird. Deshalb kann ich es nur tun, ich allein. Jetzt ist es noch Zeit, Abner. Lass uns auf alles verzichten. Lass uns von hier fliehen. Überleg es dir noch einmal. Ich flehe dich an. Ich beschwöre dich. Hör auf, Mirob. Bitte. Es ist zwecklos, mich umzustimmen. Lass mich. Nein. Lass mich gehen. Abner. Abner. Bist du endlich wieder frei, Vater? Du hast deinen bösen Dämon getötet. Nein. Er hat Abner umgebracht. Er hat ihn hinterrücks ermordet. All das Schlechte und Böse, das er getan hat, ist noch immer in ihm lebendig. Und bis ans Ende seiner Tage wird es ihn verfolgen. Ich kenne mein Schicksal. Ich weiß, dass ich ihm nicht entgehen kann. Und ebenso kenne ich das Schicksal, das meinem Volke beschieden ist. Bringt ihn weg! Ruhm sei David, dem Helden Israels. Es lebe David. Lang lebe Saul, der König von Israel. Ich habe schwere Schuld auf mich geladen, David, weil ich dir übel gewollt habe. Doch von heute an ist mir deine Seele wertvoller als alle Schätze. Mikol. Hier, nimm meine Tochter, ich gebe sie dir zur Gemahlin. Bleibe tapfer, aufrecht und weise und halte immer die Gesetze des Herrn. Du wirst große Dinge vollbringen, David. Das, was ich nicht konnte, das wirst du tun. Jerusalem, hör mich! Du stolzes Jerusalem! Du bist das Verhängnis und der Untergang aller hier Lebenden. Denn die Sünde ist in euch. O ihr Menschen, die ihr eures Glaubens, eurer Ehre und eures Mutes beraubt seid. Wie weit ist es mit euch gekommen, meine Brüder?
Ihr habt schwere Schuld auf euch genommen. Ihr habt die Gesetze des Herrn mit Füßen getreten. Warum? Warum, frage ich euch? Das Böse hat von euch Besitz ergriffen. Es beherrscht euch völlig, aber vor allem beherrscht es diejenigen, die euch regieren. Saul! Saul! Du trägst die Schuld an unserem Verderben. Es geht euch wahrscheinlich viel zu gut. Der Überfluss und die Lasterhaftigkeit, sie vergiften euch die Seele im Leib. Und das wird eines Tages unser aller Ende bedeuten. Lehnt euch doch endlich auf gegen diese falsche Freiheit. Diese Freiheit, die euch die Tyrannen Israels gewährt haben. Empört euch gegen die Verdammnis, die euch erwartet. Wollt ihr denn zeitlebens die Gefangenen eurer eigenen Laster bleiben? Bekämpft das Böse in euch. Findet die Kraft, euch davon zu befreien, ehe es zu spät ist. Ihr wisst eines Tages nicht mehr, was gut und böse ist und stürzt hoffnungslos in den Abgrund der Sünde. Im Namen des Königs nehme ich diesen Mann gefangen. Nein, dieser Mann steht unter unserem Schutz. Komm, mein Sohn, komm in das Haus des Herrn. Ich versichere dir, es war nicht meine Absicht, mich gegen die erhabene Gewalt unseres Herrschers aufzulehnen. Und ich habe die von König Saul erlassenen Gesetze niemals missachtet. Es muss doch einem jeden Untertan erlaubt sein, frei und offen seine Gedanken zu äußern. Du wirst nicht bestreiten, dass du das Volk aufgewiegelt hast und damit hast du die höchste Macht in Israel angegriffen. Ich sah, wie Verderbtheit und Laster sich immer mehr ausbreiten. Das ist es, wogegen ich mich auflehne. Die Unverschämtheit dieses Bauernjungen ist eine Beleidigung für den Hof. Da tust du ihm Unrecht, Merop. Du hast doch gehört, er hat uns klar und deutlich die Gründe genannt, die ihn veranlasst haben, so zu handeln. Ich glaube, er könnte uns noch vieles sagen, was sehr nützlich für uns wäre. Selbstverständlich nur, wenn du damit einverstanden bist. Ich möchte diesen David um seine Meinung fragen. Vielleicht kann er uns einen wertvollen Rat geben. Aber das ist ja lächerlich. Wenn wir einen hergelaufenen Hirten um Rat fragen, so bedeutet das, dass wir uns dem Urteil des... Gegrüßt seist du, großer König Astort. Hier bringe ich dir meinen lieben Freund Goliath. Thank you.
bitte dich, hör mich an. Tu es nicht. Es ist die letzte Möglichkeit, die Lage zu unseren Gunsten zu wenden. Begreifst du das denn nicht? Du weißt, das Volk ist für David. Es wird seinen Tod rächen. Und mein Vater? Dein Vater billigt, was ich tue. Er fürchtet David. Und dem Volk bleibt am Ende nichts weiter übrig, als sich dem Willen des Königs unterzuordnen. Nein, du darfst nicht gehen. Vertraue anderen diesen Auftrag an. Mir zuliebe. Das ist vollkommen unmöglich. Ich muss sicher sein, dass er auch getroffen wird. Deshalb kann ich es nur tun. Ich allein. Jetzt ist es noch Zeit, Abner. Lass uns auf alles verzichten. Lass uns von hier fliehen. Überleg es dir noch einmal. Ich flehe dich an. Ich beschwöre dich. Hör auf, Merop. Bitte. Es ist zwecklos, mich umzustimmen. Lass mich. Nein. Lass mich gehen. Abner. Abner. Du musst an meiner Stelle zu ihm gehen. Du bist verwirrt in deinem Herzen, David. Aber du darfst keine Furcht haben. Der Wille des Herrn führt dich. Er wird dir Kraft geben, damit du die Bundeslade nach Israel zurückbringen kannst. Das Symbol unseres Glaubens, das Heiligtum unseres Volkes. Geh deinen Weg, David, und fürchte dich nicht. Ich danke dir, Samuel. Geh nicht, David. Sonst wirst du genauso sterben müssen wie Benjam de Gaba. Ich bitte dich, geh nicht zu Astoreth. Nicole, warum verlangst du das von mir? Du weißt doch, ich muss es tun. Aber wenn dir etwas zustoßen wird, dann... Thank you.
Schafft mir jetzt den Felsblock her. Höre, Goliath. Die Kunde von deiner übermenschlichen Stärke ist bis in mein Reich gedrungen. Kein Sterblicher, so heißt es, könne sich an Mut und Kraft mit dir messen. Gib uns nun eine Probe deines Könnens. Wenn du imstande bist, diese Felsplatte auf deinen Händen zu tragen, so werde auch ich dich als den Stärksten anerkennen und dich reichlich dafür belohnen. Dieser Mann. Ich bin nicht hergekommen, um zu philosophieren, sondern weil ich meinem König Lebewohl sagen wollte. Der Herr hat seine Hand von dir gezogen. Und ein böser Geist hat von dir Besitz ergriffen und beherrscht dich. Ich gehe jetzt und komme nie wieder zu dir zurück. Nie wieder. Aber ich weine um dich, mein Sohn. Der große Saul! Unser Sieg bei Mok war nur deshalb ein halber Erfolg, weil ich diesen größenwahnsinnigen Narren nicht getötet habe. Aber diesmal ist das anders. Dieser Angriff bedeutet seinen Untergang. Und du, Gotha, du wirst der neue König von Israel. Damals in Mok, als Saul zu meinen Füßen gelegen hat. Da habt ihr mich gezwungen, sein Leben zu schonen. Und was haben sie uns dafür gegeben? Ihre Gesetzestafeln. Das war alles. Ein lächerlicher Preis. Aber diesmal fordere ich sein Blut. Jeder von meinen Feldherren kann über die Gebiete verfügen, die er mit seinen Truppen erobert hat. Dort soll er König sein. Ihr werdet die Gesetze und Gebräuche unseres Volkes dort einführen. Ihr werdet unbedingten Gehorsam verlangen, werdet Abgaben einziehen und Recht sprechen. Aber denkt daran, dass ihr mir das alles zu verdanken habt. Und vergesst nicht, dass ich euer aller König bin. Der König, der Könige. Die berühmten persischen Streitwagen haben uns zu diesem neuen Modell hier angeregt. Der Wagen ist sehr schnell. Er wird, wie du siehst, von 4 Pferden gezogen und ist durch einen Panzer aus Bronze und Leder gut geschützt. Rechts und links an den Seiten werden drehbare Lanzen befestigt, die eine ungeheure Wirkung haben. Sie werden das feindliche Fußvolk wie Gras niedermähen. Du glaubst also, dass wir damit unbesiegbar sind? Davon bin ich überzeugt, mein Gebieter. Aber unsere mächtigste Waffe kennst du noch nicht. Das ist nämlich ein Mann. Ein Mann, der so stark ist, dass jeder Sterbliche vor ihm erzittert. Alles an ihm ist unmenschlich. Seine Kraft, seine Größe, sein ganzes Wesen. Er haust in den Höhlen des Landes Gett und niemand wagt sich in seine Nähe. Er ist so stark wie 10 Stiere. Eine solche Waffe in deiner Hand bedeutet sicheren Sieg und Tod und Verderben für deine Feinde. Wenn er losgelassen ist, kann ihn kein Mensch mehr zurückhalten. Wer ist denn dieser Mann? Das will ich dir sagen. Er ist Goliath. Und wer verhilft mir dazu, dass ich dieses Ungeheuer für meine Zwecke gewinne? Ein kleiner Mann, ein Geschäftemacher, ein gewisser Kret. Sprich, Samuel. Das Glück hat dich verlassen, als uns die Bundeslade genommen wurde, das Heiligtum unseres Volkes mit den Gesetzestafeln Moses. Ja, die Bundeslade befindet sich allerdings in den Händen der Philister. Und es gibt wohl niemanden in meinem ganzen Reich, dem diese Tatsache nicht bekannt wäre. Aber es war ein notwendiges Opfer, Samuel, glaube mir. Ich habe alles versucht, um es zu vermeiden, aber es half nichts. Notwendig, sagst du? Notwendig und unvermeidlich, um mit den Philistern Frieden zu schließen. Höre, Saul.
als du unseren Feinden die Bundeslade ausgeliefert hast. An jenem Tage hat der Herr dir die Macht über das Reich Israel für immer entzogen. Hör nicht auf ihn, mein König. Samuel ist alt und hat den Verstand verloren. Ja, alt bin ich und dem Tode nah, aber mein Geist ist noch klar. Und in der vergangenen Nacht ist Gott der Herr mir erschienen und er hat zu mir gesprochen. Lass uns allein, Abner. Samuel, ich will wissen, was der Herr zu dir gesagt hat. Also waren seine Worte. Es reut mich, dass ich Saul zum König von Israel erwählt habe. Er war kein guter Herrscher. Er war ungehorsam und hat meine Gebote nicht befolgt. Du musst einen anderen König für mein Land finden. Das hast du wohl geträumt. Ich sitze doch noch immer auf dem Thron. Samuel, wenn ich gesündigt habe und wenn ich die Gebote des Herrn nicht immer geachtet habe, dann ist es nur geschehen, weil das Volk es so von mir verlangte. Und das bereue ich jetzt. Samuel. Verzeih mir, wenn ich schwach war und nicht so gehandelt habe, wie ich sollte. Du weißt, ich habe mich deinem Rat niemals verschlossen. Ich brauche ihn jetzt. Wende dich wieder zu mir. Wer soll es sein? Geht, ihr seid frei. Habt ihr das gehört? Er kauft hier für teures Geld Sklaven, nur um sie wieder freizulassen. Ja, und ich warne euch, keiner krümmt ihnen ein Haar. Der ist verrückt, oder er weiß nicht, was er mit dem Geld anfangen soll. Danke, Herr. Danke. Wofür werden denn diese Ärmsten nur bestraft? Sie haben sich gegen König Saul empört und der grausame Abner hat sie zum Tode verurteilt. Sie sollen jetzt so lange liegen, bis sie verdurstet sind. Die Unglücklichen, es sind meine Söhne und seit 3 Tagen haben sie nicht einen Schluck zu trinken bekommen. Und ich kann ihnen nicht helfen. Warum müssen sie so zugrunde gehen? Ach, warum lässt unser Herrgott das nur zu? Wasser. Ich auch. Wasser. Ich auch. Hey, sieh mal da. Ich will auch trinken. Geh weg. Sie werden dich töten. Geh weg. Sonst hier, trink. Sie werden mir nichts tun. Jerusalem, hör mich! Du stolzes Jerusalem! Du bist das Verhängnis und der Untergang aller hier Lebenden. Denn die Sünde ist in euch. O ihr Menschen, die ihr eures Glaubens, eurer Ehre und eures Mutes beraubt seid. Wie weit ist es mit euch gekommen, meine Brüder? Ihr habt schwere Schuld auf euch genommen. Ihr habt die Gesetze des Herrn mit Füßen getreten. Was?
haben manchmal etwas Erschreckendes für mich. Und trotzdem weiß ich nicht, ob ich dich ebenso lieben würde, wenn sie anders wären. Liebst du mich denn wirklich? Wie kannst du das fragen? Bitte verzeih mir, Abner. Und versuche mich zu verstehen. Leider bin ich die Tochter eines mächtigen Königs. Und manchmal fürchte ich eben, es könnte der einzige Grund für deine Gefühle sein. Es ist bedauerlich, Merop, dass du so an mir zweifelst. Das dürfte die Verwirklichung unserer Pläne erheblich erschweren. Ich liebe dich, Abner. Du kannst dich völlig auf mich verlassen. Alle deine Wünsche werden erfüllt werden. Unsere Wünsche, Merop. Aber ich glaube, es wird da noch manche Schwierigkeit auftauchen. Aber nicht für den ersten Minister Israels und die Tochter von König Saul. Mit einigen Hindernissen müssen wir schon rechnen. Deine Brüder. Sie werden ausgeschaltet. Das ist doch ein leichtes für uns. Und wegen meines Vaters brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der Sieg der Philister hat ihn schwer erschüttert. Von ihm haben wir kaum Widerstand zu erwarten. Was ist mit dem los? Das ist der Prophet Samuel. Was denn, dieser alte, zerlumpte Kerl? Ja, er ist der Einzige, den König Saul fürchtet. Mein König, der Prophet Samuel ist am Hofe angekommen. Samuel, lange haben wir deinen weisen Rat entbehren müssen. Sei am Hofe herzlich willkommen. Wer ist dieser Mann? Senkung der Personenzahl. Weder der Offiziere noch der Wächter. Du bist gar nicht so dumm, mein Sohn. Ich müsste dich töten lassen, weil du mich beleidigt hast. Aber trotzdem gefällst du mir. Komm her. Noch näher zu mir. Komm. David von Bethlehem. Trink. Ich habe keinen Durst. Ich danke dir, mein König. Hier, du kannst dir wählen, welchen Becher du willst. Und ich werde aus dem anderen trinken. Nein, dann werde ich aus beiden trinken. Es ist kein Gift darin. Nein, du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten. Und es wird dir nichts zustoßen, wenn ich nicht will. Ich habe dir gesagt, dass ich dich nicht töte, weil du mir gefällst. Du bist ja klug. Und außerdem hat man mir noch mehr von dir erzählt. Du sollst sehr gut Harfe spielen. Willst du hier bei mir am Hofe leben, David? Willst du mich durch dein Spiel erfreuen? Ja, mein König, wenn du es wünschst. Ich wusste, dass du mir gehorchen würdest. Du wirst also für mich spielen. Du sollst immer um mich sein. Hier in Jerusalem, in meinem Palast. Du darfst mich nie mehr verlassen. David aus Bethlehem. Thank you.
den David auf deinen Vater hat, wird jeden Tag größer. Wir müssen sehr wachsam sein, damit er uns nicht gefährlich werden kann. Was mich am allermeisten beunruhigt, ist das Verhalten deiner Schwester. Meinst du denn wirklich, dass Nicole uns Schwierigkeiten machen könnte? Wenn sie sich in David verliebt, wahrscheinlich ja. Das lass nur meine Sorge sein. Ich werde sie beobachten. Dieser verwünschte Hirtenjunge. Jetzt fängt doch das Volk an, für ihn Partei zu ergreifen. Solange er am Hof ist, besteht keine Hoffnung, unsere Pläne zu verwirklichen. David aus Bethlehem. Ich weiß, dass du mich öffentlich und vor allem Volk beleidigt hast. Ich muss sagen, du hast Mut. Aber jetzt möchte ich wissen, was du über unseren Friedensvertrag denkst. Ja, großer Saul. Ich habe gehört, dass dieser Vertrag den Gebrauch von Waffen nur den höchsten Offizieren gestattet. Und den Wächtern deines Palastes. Ja, das ist richtig, ja. Ja, das habe ich unterzeichnet. Nur meine Palastwächter und die höchsten Offiziere. Die dürfen Waffen tragen. Ja. Und was weiter? Aber in dem Vertrag steht nichts über eine Beschränkung der Personenzahl. Weder der Offiziere, noch der Wächter. Du bist gar nicht so dumm, mein Sohn. Ich müsste dich töten lassen, weil du mich beleidigt hast. Aber trotzdem gefällst du mir. Komm her. Noch näher zu mir. Komm. David von Bethlehem. Trink. Ich habe keinen Durst. Ich danke dir, mein König. Hier, du kannst dir wählen, welchen Becher du willst. Und ich werde aus dem anderen trinken. Nein, dann werde ich aus beiden trinken. Es ist kein Gift darin. Nein, du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten. Und es wird dir nichts zustoßen, wenn ich nicht will. Ich habe dir gesagt, dass ich dich nicht töte, weil du mir gefällst. Du bist ja klug. Und außerdem hat man mir noch mehr von dir erzählt. Du sollst sehr gut Harfe spielen. Willst du hier bei mir am Hofe leben, David? Willst du mich durch dein Spiel erfreuen? Ja, mein König, wenn du es wünschst. Ich wusste, dass du mir gehorchen würdest. Du wirst also für mich spielen. Du sollst immer um mich sein. Hier in Jerusalem, in meinem Palast. Du darfst mich nie mehr verlassen. David aus Bethlehem. Die Schlacht ist verloren! Das Fußvolk zurück!
Hey, ihr zwei, was macht ihr da? Was soll das? Sind das Schießübungen? Mit einem Schlauch voll Wein wollt ihr versuchen, mich zu ermorden? Sieh doch, mein König, die Zielscheibe befindet sich ja auf den Stufen des Thrones. Und das beweist doch klar, dass der, den wir treffen wollten, nicht du bist, sondern ein anderer. Und zwar dein größter Feind. Ich verstehe. Ihr meintet es gut? Wo zieht ihr hin, Alter? Was ist geschehen? Halte nicht weiter, Herr. Ich rate dir, ein unermessliches Unglück ist über uns gekommen. Die Philister sind da, sie zerstören unsere Siedlungen, all unser Hab und Gut. Das ist das Ende Israels. Du reitest nach Jerusalem und benachrichtigst den König. Ihr anderen folgt mir. Eingefallen. Das bedeutet Krieg! Wir haben uns an den Friedensvertrag mit den Philistern gehalten. Wir haben nichts getan, was diesen Überfall gerechtfertigt hätte. Und dennoch hat Astort es gewagt, mit seinen Söldnern in unser Land einzudringen. Sie haben die Siedlungen an der Grenze niedergebrannt und viele unschuldige Menschen ermordet. Und noch bevor der Mond sich rundet, werden sie vor den Toren unserer Stadt sein. Wir können sie nicht aufhalten, Jonathan, das ist ganz unmöglich. Dies bedeutet unseren Untergang. Nein, so weit ist es noch nicht. Die Augen unseres Feindes Astort dürfen die Mauern der Stadt Sauls nicht sehen. Dafür werden wir schon sorgen. Wir müssen Astort in die Flucht schlagen. Du scheinst dabei nur eins zu vergessen, Jerusalem ist das Herz Israels. Es wäre ein schwerer Fehler, wenn wir es unverteidigt zurücklassen würden. Bedenke, dass das Heer der Philister fast zehnfach so stark ist wie das unsere. Und bei einer Niederlage, die mir unvermeidlich scheint, wäre zu fürchten, genug, dass... Oh, diese Furcht, diese verfluchte und schändliche Furcht. Sie steckt in jedem von euch, in euch allen. Wie eine abscheuliche Grimasse grinst sie mich von euren Gesichtern an. Es ist dieselbe Furcht, die euch damals nach der Schlacht bei Mok dazu getrieben hat, meinen Vater zu ver... Ja, wirklich. Ich bin jetzt glücklich, aber wie lange wird das dauern? Mikol. Es kann für immer sein, wenn du nur willst. David, Sohn des Isai. Der König wünscht dich zu sehen. Was suchst du in meinem Zimmer? Ist das süße nächtliche Schäferstündchen mit deinem Hirten endlich zu Ende? Du meinst den Vertrauten und Ratgeber des Königs, Merop. Ein Ratgeber, der die geistige Unfähigkeit unseres Vaters ausnützt. Ich habe ihn längst durchschaut. Was willst du damit sagen? Dass er vor nichts zurückschrecken würde, um seine Stellung zu festigen und dass du nur ein Mittel zum Zweck für ihn bist. Wie kannst du nur so etwas Abscheuliches sagen? David ist ehrlich und aufrichtig und niemand ist so wie er der Achtung des Königs würdig und der Liebe des Volkes. So, dann ist er wohl deiner Meinung nach auch der Liebe einer Prinzessin würdig. Natürlich, Merop. Genauso würdig wie der erste Minister des Hofes.
Samuel ist nun tot. Israel beweint ihn. Sie haben ihn begraben, so wie er es gewollt hat. Und unsere Feinde, die Philister, sie sammeln sich wieder. Sie haben ihr Heer gewaltig verstärkt. Es steht schlecht für uns. Ich blicke voll Sorge in die Zukunft und mein Herz ist beunruhigt. Ich habe den Herrn um Rat gefragt. Doch er hat mir nicht geantwortet. Er hat weder zu mir gesprochen, noch zu seinen Propheten. Nun wird dieser schändliche Astort uns von neuem mit Krieg bedrohen. Und der stärkste der Menschen, der unbesiegbare Goliath, streitet für ihn. Goliath von Geth. Ein Ungeheuer an roher Kraft. Kein Sterblicher kann sich mit ihm messen. Er ist 6 Ellenbogen und 1 Spanne hoch und ist von Kopf bis Fuß in eine schwere bronzene Rüstung gehüllt. Fast 5000 Schekel wiegt der Panzer dieses Riesen. Und der Schaft seiner Lanze ist vergleichbar dem Baum eines Webstuhls. Die Spitze dieser Lanze wiegt 400 Schekel und durchbohrt alles, was sie trifft. Thank you.
Danke dir, Samuel. Geh nicht, David. Sonst wirst du genauso sterben müssen wie Benjam de Gaba. Ich bitte dich, geh nicht zu Astoreth. Nicole, warum verlangst du das von mir? Du weißt doch, ich muss es tun. Aber wenn dir etwas zustoßen wird, dann... Thank you.
Wo zieht ihr hin, Alter? Was ist geschehen? Halte nicht weiter, Herr. Ich rate dir, ein unermessliches Unglück ist über uns gekommen. Die Philister sind da. Sie zerstören unsere Siedlungen, all unser Hab und Gut. Das ist das Ende Israels. Du reitest nach Jerusalem und benachrichtigst den König. Die anderen folgt mir. Schafft mir jetzt den Felsblock her. Höre, Goliath, die Kunde von deiner übermenschlichen Stärke ist bis in mein Reich gedrungen. Kein Sterblicher, so heißt es, könne sich an Mut und Kraft mit dir messen. Gib uns nun eine Probe deines Könnens. Wenn du imstande bist, diese Felsplatte auf deinen Händen zu tragen, so werde auch ich dich als den Stärksten anerkennen und dich reichlich dafür belohnen. Schläfst du noch nicht? Ach, ich bin gar nicht müde. Gehst du jetzt weg von uns? Ja, Sarah, ich muss gehen. Dann wecke ich die anderen schnell, damit sie sich von dir verabschieden können. Nein, nein, das brauchst du nicht. Aber du kannst sie dafür in meinem Namen umarmen. Ach, ich möchte so gern mit dir mitgehen. Nein, das geht doch nicht, Sarah. Aber ich komme ja bald wieder. Du wirst es sehen. Dann muss ich eben warten. Hast du also die große Wanderung angetreten, so wie der Herr es dir befohlen hat. Weit und beschwerlich ist dein Weg, in der sengenden Hitze des Tages und in der eisigen Kälte der Nacht. Aber lass dich davon nicht schrecken. Verzage nicht, David. Komm weiter. Gott ist bei dir.
Er wird deinen Fuß nicht irre werden lassen. Er führt dich sicher ans Ziel nach Jerusalem, damit du deinem Volke aus seiner großen Not hilfst. Schlangen von Israel. Die schönsten Schlangen von Israel. 2 Schekel das Stück. Wer kauft hier die schönen Schlangen? Nur 2 Schekel, sie bringen Glück ins Haus. Hilf deinem armen blinden Mann. Hilf deinem armen blinden. Helf dir. Erbarmen mit einem armen blinden. Erbarmt euch doch. Du großer König Astor. Hier bringe ich dir meinen lieben Freund Goliath.